Herzlich willkommen hier im Raum, im Presseraum und allen draußen, die uns im Stadion, im VIP-Raum oder unter der Südtribüne noch zusehen. Wir starten mit der Pressekonferenz unseres heutigen Heimspiels gegen Darmstadt 98. Arminia gewinnt vor 15.236 Zuschauern letztlich mit 2:0. Neben mir die beiden Trainer Dirk Schuster und Jeff Salbene. Und wie immer hat der Gast zuerst das Wort, Herr Schuster, bitte. Ja, erstmal schönen guten Tag und Glückwunsch zu den 3 Punkten für Arminia Bielefeld. Ich denke trotzdem, dass wir trotz der Niederlage hier hoch erhobenen Hauptes wegfahren können. Ich denke, dass die Mannschaft alles versucht hat, auch die Marschrichtung umgesetzt hat, die wir so ein bisschen vorgegeben haben, auf dieselbe Stabilität zu setzen, wie wir sie 60 Minuten in Bochum hatten. Darüber hinaus mehr in die Offensive zu investieren, das ist uns speziell in der zweiten Halbzeit ganz gut gelungen, aber wir waren auch schon in der ersten Halbzeit gut im Spiel. Waren ein gleichwertiger Gegner, der in einem intensiven Zweikampfspiel auch nie zurückgezogen hat. Und es war eine rassige Partie von beiden Seiten, ohne die Grenzen zu überschreiten. Und wir haben gewusst, worauf wir achten mussten. Auf Kontersituationen von Bielefeld, diese nach Möglichkeit durch eigenes Fehlverhalten, Fehlpassspiel, vielleicht gar nicht erst auszulösen. Auf der anderen Seite bei Ballverlusten blitzschnell umschalten. Wir wurden durch so einen Konter in der ersten Halbzeit zum 0-1 getroffen, wobei ich mir gerade nochmals die Szene angeschaut habe. Da lag für mich vorher ein klares Foulspiel vor und dann ist es nicht mehr zu verteidigen. Dann sind die Bielefelder mit dem Tempo und auch mit dem Selbstvertrauen so ausgestattet, dass sie sich diese Möglichkeit nicht mehr entgehen lassen. Ich denke, in der zweiten Halbzeit haben wir ein sehr ordentliches Spiel gemacht, auch von der spielerischen Qualität. Haben alles versucht, um den Ausgleich zu erzielen, sind auch nicht ungeduldig geworden, haben nicht zu früh aufgemacht, den Gegner groß zu kontern eingeladen, waren da auch die etwas dominantere Mannschaft mit Ballbesitz, hatten auch ein paar gute Möglichkeiten und Szenen vom gegnerischen Tor. Und was uns im Moment so ein bisschen abgeht, ist dann, dass wir einfach den Ball auch mal über die Linie drücken. Haben wir teilweise schlampig den letzten Pass mitgenommen, sind nach außen abgetrieben worden. Sind 2-3 Mal an einem guten Ortega gescheitert, der da überragend den Winkel verkürzt hat. Ja, und so haben wir dann in der Nachspielzeit oder kurz vor der Nachspielzeit das zweite Gegentor erhalten, was für mich aber nicht groß relevant ist, sondern für mich zählt die Leistung, die wir heute abgerufen haben, dass wir alles versucht haben, alles reingepackt haben, eine deutliche Steigerung zu Bochum haben erkennen lassen im spielerischen Bereich. Auch im Drang nach vorn, die Läufe zu machen in die Tiefe, den Gegner immer wieder auch offensiv zu beschäftigen. Und das war absolut in Ordnung. Und ich denke, hier hatten wir auch einen Punkt verdient gehabt. So fahren wir jetzt mit leeren Händen nach Hause, was natürlich wehtut. Aber wir werden, wenn wir auf diese Leistung weiter aufbauen können, denke ich, unsere Punkte auch noch holen, die wir für den Klassenerhalt brauchen. Ja, vielen Dank, Herr Schuster, auch für die Glückwünsche. Und dann darf ich das Wort an dich weitergeben, Jeff. Ja, ich denke, wir haben ein Kampfspiel gesehen auf Augenhöhe. Das war das erwartet schwere Spiel, wo wir doch in der ersten Halbzeit in meinen Augen jetzt sehr einen guten Fußball gespielt haben, auch verdient in Führung waren, ballsicher waren und ja, ich war mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden. Dann Anfang zweiter Halbzeit, so 15, 20 Minuten, haben wir den Faden verloren. Viele dumme Ballverluste. Tego hält uns ein, zweimal super im Spiel. Bei dem erwähnten Konter jetzt, wo Dirk sagt, verkürzt er den Winkel unglaublich gut und hält uns so im Spiel. Nachher hatten wir doch 2, 3 Konterchancen, wo wir den Sack hätten zumachen können oder müssen. Leider ist uns das erst am Schluss gelungen. Trotzdem extrem zufrieden. 34 Punkte, 5. Platz im Moment ist, ich denke, für Arminia unglaublich gut. Die Wechsel auch heute haben einiges bewirkt. Ich denke, letzte Woche hab ich Fabi kritisiert. Heute hat er den zweiten entscheidenden Treffer extrem gut vorbereitet. Das erwarte ich von ihm und das hat er heute super umgesetzt. Ja, wie gesagt, zufrieden. Jetzt kommt nächste Woche Dresden. Es fehlen uns 6 Punkte bis zu den erhofften 40 Punkten. Und dann schauen wir weiter. Ja, danke Jeff. Gibt es Fragen an beide Trainer? Dann bitte ich um ein kurzes, schnelles Handzeichen. Hier ruft jemand? Wo ruft jemand? Darf ich
Für welches Medium arbeitest du? Okay. Radio FFH. Herr Schuster, die Spieler wirken ein bisschen niedergeschlagen, weil sie haben auch eigentlich ein gutes Spiel gemacht und sie wirken auch ein bisschen niedergeschlagen. Jetzt geht es Mittwoch schon weiter. Wie wollen Sie die Mannschaft am besten wieder aufpäppeln, weil gegen Kaiserslautern ist ja ein extrem wichtiges Spiel? Nein, niedergeschlagen bin ich nicht. Ich glaube, wie ich es auch gerade ausgeführt habe, dass wir hier ein sehr ordentliches Auswärtsspiel gemacht haben. Das Beste, was wir bisher gesehen haben. Da kommt Fürth nicht ran, da kommt St. Pauli nicht ran. Und Bochum erst recht nicht. Und dass wir jetzt mit leeren Händen nach Hause fahren, ist natürlich kein schönes Gefühl. Und dementsprechend war auch die Stimmung gerade in der Kabine. Aber wir werden versuchen, die Spieler wieder aufzurichten, ihnen das Positive auch weiter aufzuzeigen. Ja, vielleicht ein paar klitzekleine Sachen, die wir noch verkehrt gemacht haben, noch besser zu machen. Weil ich denke, so kann man auswärts auftreten, so müssen wir auswärts auftreten, um auch zu punkten. Ja, und dann werden wir den Fokus ab morgen früh direkt nur auf Kaiserslautern richten. Alles, was danach kommt, interessiert keinen groß. Das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns und wir werden alles dafür tun, dass die Mannschaft gut vorbereitet sein wird, im körperlichen Bereich, aber auch im psychischen Bereich. Ich denke, werden wir auch verschiedene Gespräche führen, um ja, den Spielern auch zu verdeutlichen, dass sie hier sich selber ein bisschen unter Wert geschlagen haben vom Ergebnis her. Aber von der Leistung her absolut okay gearbeitet haben. Gibt es weitere Fragen? Guckt nochmal, das ist nicht der Fall. Jeff hat es schon angedeutet, Freitag geht es hier weiter in der Schüko Arena gegen Dynamo Dresden. 18.30 Uhr ist Anstoß. Wir hoffen natürlich auf möglichst viele Zuschauer. Ich wünsche unseren Gästen eine gute Heimfahrt und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke.